Moin, moin, hier ist Nonbolz, heute wieder in Lumina Neo. Heute im Speziellen geht es um die Presets in Lumina Neo. Wo sind diese zu finden und wann braucht man diese? Also, ich habe hier vier Fotos in einem Neo-Album hinterlegt. Auf diese vier Fotos möchte ich heute Presets anwenden. Das heißt, nicht tief in die Bearbeitung einsteigen, sondern einfach das Preset draufschmeißen und dann ist gut. Presets sind ideal, wenn ihr Fotos habt, die schon sehr, sehr gut sind, aber ihr wollt noch ein kleines bisschen mehr praktischen Topic oben drauf setzen, ihr wollt es noch besser vom Look machen, dann könnt ihr Presets nutzen oder wenn ihr eine Bearbeitung machen wollt, aber ihr nicht wirklich viel Zeit habt, dann könnt ihr mit Presets hier auch einfach Zeit sparen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt hier einfach machen von links nach rechts. Die Presets finden wir im Bereich Bearbeiten, das heißt, wir springen in den Bearbeiten-Bereich von Lumina Neo rein. Hier ist Standard, wir haben unser Foto, das wir sehen, wir haben die Ebenen beziehungsweise hier die Ebenen mit Overlays und wir haben hier die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. Wir haben die Änderungsliste und wir haben hier als letzten Punkt die Presets. Und die Presets sind aufgebaut wie in Lumina AI und basieren wahrscheinlich auch auf der gleichen Technik durch nämlich auf künstlicher Intelligenz. Wir haben hier verschiedene Kategorien, in die die Vorlagen oder in die die Presets hier unterteilt sind. Erstmal haben wir hier für dieses Foto, das ja sind von Lumina Neo ja speziell für dieses Foto vorgeschlagene Presets, die perfekt zu dem Foto passen sollen. Ob das so stimmt, muss jeder für sich selbst rausfinden. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dass wir gekaufte Presets hinzufügen können. Wir haben hier die Presets für wesentliche Sachen. Wir haben Presets für die Landschaft. Wir haben Presets für eine Natur, also für Naturfotografie. Wir haben Porträt-Presets, das heißt für ja, People-Fotografie, Makrofotografie, Kino, also ein Kinolook, Lifestyle sowie Luftaufnahmen und hier unten ja ein Button, um an noch mehr Presets heranzukommen. Und hier unten als letzten Punkt nochmal die Kategorien der einzelnen Presets. Wenn wir wieder nach oben scrollen, kommen wir hier wieder zurück. Hier wie gesagt, haben wir verschiedene ja, Vorlagen, also drei Kategorien, die hier zu dem Foto passen sollen. Ich habe schon mal vorher reingeschaut, also hier in dem Filmisch ist jetzt nichts, was passen könnte. In der Kategorie Blockbuster leider auch nicht. Aber hier in der Kategorie der Objekte, wenn wir hier einfach mal gucken und auf Glanz drauf gehen, dann dauert das kurz und dann wird das Ganze aktiviert. Das ist bei jedem Preset die gleiche Art und Weise. Ihr klickt einfach ein Preset an und dann wird das Ganze nach einer kurzen Bedenkzeit von Neo hier angewendet. Ihr seht auch, das kleine Miniaturbild ist einmal blau hinterlegt und hier der Bereich, ja, der ist hier einfach schwarz hinterlegt und wir können jetzt hier mit dem Regler die Deckkraft des Presets einstellen. Ich würde das Ganze mal auf ja, 60% einstellen. Wenn ihr jetzt sagt, das Ganze passt, dann könnt ihr hier oben einfach auf den kleinen Export-Button klicken und dann könnt ihr das Ganze hier einfach, wenn ihr auf den Ordner draufklickt, ganz normal ja, für das Internet
exportieren. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, das Preset ist schon eine gute Grundlage, um damit zu arbeiten oder damit weiterzuarbeiten, dann könnt ihr hingehen und könnt wieder in die Werkzeuge springen und könnt jetzt mit den Werkzeugen, die in Lumina Neo zur Verfügung stehen, euer Foto noch weiter verbessern. Wichtiger Punkt hierbei ist, wenn ihr aktuell in der aktuellen Version von Lumina Neo eine Bearbeitung durchführt, dann geht bitte hin und wendet vorher das Preset an und erst danach setzt eure Bearbeitung als ja, Topic praktisch obendrauf. Wenn ihr das Ganze nämlich umgekehrt macht, also erst eure Bearbeitung und dann euer Preset oder dann ein Preset draufpackt, dann wird Lumina Neo Folgendes machen. Wenn ihr dann das Preset auswählt, nachdem ihr eure Bearbeitung durchgeführt habt, löscht Lumina Neo eure Bearbeitung und übernimmt die Bearbeitung des Presets und ja, eure Bearbeitungen sind dann einfach weg. Also, wichtiger Punkt. Wenn ihr mit Presets im Moment arbeiten wollt, wendet erst das Preset an und macht dann eure Bearbeitung oben drauf. Dann wird das Ganze auch in der richtigen Reihenfolge gespeichert. Wenn wir jetzt hier in den Werkzeugen sind, können wir ganz normal mit dem Ganzen hier arbeiten. Wenn wir hier in die Änderungen gehen, das kennen wir, können wir einmal draufklicken und dann können wir hier auch im Nachhinein auch nochmal Änderungen vornehmen. Wenn wir jetzt sagen, okay, uns ist das Ganze doch zu schwach, wir stellen es auf 100% ein, können wir das Ganze so machen. Ich werde es jetzt hier wieder auf 60% runterstellen, gehe aber trotzdem in die Werkzeuge rein und werde hier jetzt nochmal oder werde jetzt hier den Enhancer kurz mit einbeziehen, ziehe den auf ja 32%, guck mal vorher nachher. Ja, das passt doch schon. Dann können wir den Enhancer schon schließen. Dann würde ich gerne nochmal Strukturen rausarbeiten. Aber nur mit einem Wert von 10. So, dann würde ich gerne die kleinen Details hier mit 10% auch nochmal rausarbeiten. Und dann können wir noch mal kurz eine Vignettierung reinballern oder reinsetzen. So, ich ziehe mir die hier wieder komplett zum Minusbereich, nimm die weiche Kante raus, die Rundheit und die weiche Kante natürlich so rum, werde hier jetzt die Größe, hier oben haben wir es, jetzt noch mal kurz etwas anpassen. So, wunderbar. Und dann gehe ich jetzt hin und nimm die weiche Kante wieder ein bisschen raus. Nimm die Farbmenge, die Dunkelheit hier wieder ein bisschen weg. So, dann können wir das Ganze schließen. Dann gehen wir noch mal in die Änderungen rein. Ja, und wichtiger Punkt, gerade angesprochen, ihr seht, das Preset Glanz ist immer noch hier aktiv. Das heißt, das Ganze ist nicht überschrieben worden. Er hat allerdings, glaube ich, das Ganze hier auf 100% zurückgesetzt. Das sollte er eigentlich nicht machen. Gucken, ob er... Ah, okay, nee, das war, glaube ich, ein Bug, der hier bestand. So, ihr seht, Preset vorher anwenden, als ersten Schritt, dann eure Bearbeitung draufpacken. Denn, wie ihr seht, das Preset Glanz
ist hier, bleibt bestehen, und ich habe meine Bearbeitung einfach drüber gepackt. Ich habe jetzt gar nicht viel gemacht. Ich habe jetzt nur, was haben wir hier? 4 Werkzeuge angewendet, den Enhancer, die Strukturen, die Details und die Vignettierung. Und das Foto ist in meinen Augen jetzt fürs Erste schon fertig und kann veröffentlicht werden. Natürlich kann man hier noch mehr machen, wenn man das möchte. Wir könnten auch sagen, wir wollen eine komplette Neubelichtung. Macht jetzt bei dem Motiv nicht wirklich viel Sinn, finde ich. Wir können hier im Kreativbereich, könnten wir noch eine Körnung mit einbinden, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine leichte Körnung haben. 12%. Hier, Lookup Tables können wir auch einfach mal mit einbinden. Ist ja kein Problem. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das sieht schon gut aus. Das sieht noch ein Stückchen besser aus. Ich würde hier die Menge allerdings auf 25% runtersenken. Wir nehmen hier ein kleines bisschen Sättigung raus und wir nehmen ein bisschen Kontrast raus. So, wir wenden das Ganze an. Zack. So, jetzt haben wir im Nachhinein eine Sache nochmal mit draufgepackt. Im Grunde merkt ihr, wir sind aber schon fertig. Ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ich habe jetzt 6 Werkzeuge angewendet. 6 Werkzeuge. Und das Bild ist fertig. Wir haben jetzt ungefähr 12 Minuten gebraucht dafür. Schnelle, zackige, leichte Bearbeitung. Bild kann exportiert werden. Und dann ab ins Internet damit. So einfach, so schnell kann es mit Lumina Neo gehen, wenn man mit den Presets arbeiten möchte. Ja. Jetzt ist es doch nur ein Foto geworden. Gut. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video am Freitag. Bis dahin.